Herbst 1503, Nordwesten von Florenz. Leonardo malt wie ein besessener Pferde, das Lieblingssujet des alten Tausendsassas. Es sind Skizzen für ein Riesenschlachtengemälde im Rathaus. Ein Jahr später, Südosten von Florenz. Plötzlich zeichnet auch der junge Michelangelo emsig, nackte, wie so oft. Sie sind auch für ein Schlachtengemälde im Rathaus. Der Auftrag des jungen Überfliegers soll zunächst Ansporn, im Zweifel Ersatz für den langsamen, oft säumigen Leonardo sein. Mit diesem Doppelauftrag hetzt die Stadt ihre besten Künstler aufeinander. Doch beide scheitern daran. Was bleibt, ist eine mysteriöse Leerstelle, die bis heute die Gemüter erregt. Sono loro due che in qualche modo hanno sono molto troppo vicini per non essere rivali. In the Renaissance, probably as never before, the idea of competition starts to be intended as a motor for artistic progress. So they mean competition in a very positive way, actually, especially in Florence. But probably the result was completely different. Everybody is speaking about a disaster. So why not try to unveil this mystery? What's wrong with trying to find the truth or simply disprove what we know? Um das geheimnisvolle Duell der beiden größten Künstler der Renaissance verstehen zu können, sollte man sich einen Corteo geben. Wer diese historische Machtdemonstration in Paradeform sieht, der ahnt, dass Kunst in Florenz mehr mit Wettbewerb zu tun hat als gedacht. Man sollte sich nicht einfach blenden lassen von den großen Wundern der Renaissance. Um den Kunstkrimi aufzudecken, hilft ein Blick dahinter. Hinter den Prunk der Megamuseen und den vielleicht gar nicht so humanen Humanismus von damals. Denn die kulturelle Blüte, für die auch Michelangelo und Leonardo stehen, war kein Selbstzweck. Die Wiedergeburt der Kunst ist nämlich ein Nebenprodukt des Wettbewerbs. Keiner sagt das so deutlich wie er, Graf Niccolo Capponi. Er trägt einen Adelstitel, weil seine Vorfahren schon zu Zeiten der zwei Renaissance-Künstler schalteten und walteten und sich diesen herrlichen Palazzo bauen ließen. Yes, you would think that the Renaissance in Florence, when it started, is driven by love for antiquity, love for new things, this cultural development. No. Envy. You can just see my ancestors, whichever they may have been, looking at their neighbor and saying, "You've built a palazzo, haven't you, eh? Well, if I could, I would destroy you, but since I can't, I'll do something better. I'll build a better one and spend even less on it."